A3, wir sind auf der A3, ja, ich bin ja selber nie im A3 gesehen, muss ich sagen. Fange ich jetzt auf so den Podcast an, anscheinend, ja, viel gut Podcast, Solo-Volk aus dem Auto, ja, das ist ja mal etwas ganz Neues, aber ja, ich komme sonst einfach nicht dazu. Wir haben ja verschiedene Faktoren, die zu dem geführt haben, und ich nachher gerne erkläre. Aber ich bin gerade beschäftigt mit dieser A3, wo ja auch mal ein Club war, meinte ich. Ich kenne nur die angepasste Version, die A2, also der Club A2, wo es so, ich sage jetzt, an der Grenze von Basel gegeben hat. So. Gerade beim Stadion. Und A2 Club, und da habe ich sehr viele Erinnerungen. Ich kann nicht sagen, gute, aber gut, Erinnerungen von gut bis schlecht. Ja? Aber es war natürlich grossartig, weil es hat zwei Floors gegeben, der Elektro-Floor. Oh, ist der gross gesehen. Da zum Beispiel mal ein Kollege und ich dürfen Remedy und Manuel hinter dem Pult stehen. Und irgendwann sind wir vor das Pult gestanden und haben die grossen Animateure gespielt. Und was ist denn alles sonst noch so? So DJ Antoine und alles so Zeugs. Es ist immer auf dem Elektro-Floor gelaufen. Viel besser, aber eigentlich war die Festhütte. Eieiei. So ein Holzkabäuschen. Die DJs dort, meistens aus Deutschland importiert, nicht viel günstiger, sondern wegen der viel besseren Musik, die sie auflegen. Und der eine sagt dann immer so: Ja, willkommen im A2! Und hat immer können Sachen durch sagen lassen. Das ist eigentlich unser Lieblingsteil von dem Ganzen. Nämlich, dass man können sagen irgendwie, keine Ahnung, der Tobi hat jetzt geheiratet. Haben wir behauptet. Und dann hat er eine Durchsage gemacht. Und dann hat er irgendeinen Song abgespielt, der zu dem passt hat. Und hat gefunden, jetzt hier für euch, der Tobi hat geheiratet. Und deshalb, jetzt für euch, weißt du, alle, Time of my life oder irgend sowas. Ja? Und ich nehme an, so wie ich jetzt auch mittlerweile von verschiedenen Leuten erfahren habe, gibt es in jedem Teil von der Schweiz gibt's etwas Ähnliches. Es hat halt auf den anderen Namen gehabt. Aber die deutschen DJs, die haben mich schon immer sehr, was will ich sagen, oft auch überrascht mit ihren grossartigen Songübergängen, die am Start hatten. Zum Beispiel einer, wirklich war, habe ich gehört, ist gesehen, ja, das war Single Ladies von Beyoncé. Und jetzt kommt ein Lied vom Kinderficker Michael Jackson. Und ich glaube, niemand aus Reich hat es gehört. Und ich habe es mir nicht eingebildet. Aber den Leuten ist so scheißegal gewesen, was dort gesagt worden ist. Hauptsache, man hat einen Tower gekriegt. Immer wichtig, einen Tower entweder mit softerem Alkohol, so Bier. Oder dann, glaube ich, auch hätte man können sagen, ich will Whisky-Cola-Tower. Und es hat immer so Aktionen gegeben, dass man dann irgendwie, wenn man mehr als 3 Leute gesehen hat, dann hat es irgendwie schon eine Runde Prosecco gegeben. Wenn man im Vormonat Geburtstag gehabt hat, hat es irgendwie Prosecco gegeben. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man vor den Zähnen gekommen ist, hat es Prosecco gegeben. Wenn man gesagt hat, hey du Geile, dann hat es glaube ich auch ein Prosecco gegeben und so weiter und so fort. Also alles so Spezialaktionen. Und dann sind wir mal, wo wir irgendwie gegangen sind, irgendwie eine große Gruppe, haben wir alle die Spezialaktionen gehabt, dass es dann glaube ich wirklich irgendwie 80 Gläser Prosecco gegeben hat für irgendwie 10 Leute oder so.
Was ist denn alles noch gesehen? Also ganz viel. Auf jeden Fall, ich nehme an, dass das A2 eben ähnlich ist wie das A3, was es glaube ich auch nicht mehr gibt. Oder wie der Kollege Frank Richter ja schon oft erzählt hat, vom Halligalli, dann natürlich das berühmte Pirates. Aber ich nehme jetzt mal an, es gibt sonst noch so Grossraumbimsen, wo man hätte können gehen. Und so, jetzt auch mal aus persönlichem Interesse, aber auch so ein bisschen aus Recherche. Weil ich überlege mir gerade, vielleicht mache ich irgendwann mal aus dem noch etwas. Ja? Schreibt mir doch auf podcast.joelvonmutzenbecher.ch, was, was denn so bei euch der Club gesehen ist. Und zum Beispiel eben, was es so für Aktionen gegeben hat. Ich überlege gerade, was es bei A2 sonst noch gegeben hat. Ladies Night ist sicher etwas gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die sich definiert hat. Aber ich glaube, so, wenn man 2023 anschaut und dort den Begriff von Gleichstellung und was das bedeutet, ich nehme jetzt mal an, dass die Ladies Night nicht ganz den Ausdruck hat. sondern ja, andere Zeiten. Also schreibt mir doch das mal, das würde mich wirklich wundern, was es noch so gegeben hat an so Grossraumbimsen. Ich meine, ich von Basel bin natürlich auch noch an der Grenze gesehen, es hat auch noch im Deutschen und in Frankreich hat es noch Zeugs gegeben. Ich bin einmal gesehen, oder zweimal, im Macumba in Bachtenheim. Also im tiefsten Elsass, wo einfach nichts gesehen ist, außer so einem Klotz. Und in diesem Klotz hat es 5 Floors gehabt. Mehr weiß ich aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, wie gesagt, viel gut Podcast, Solo-Folge aus dem Auto. Gerade auf dem Weg nach Pfäffikon. Pfäffikon, Zürich-Oberland, für mein Solo heute oben. An dem, was ist es? 17. Haben wir heute den 17.? Ich glaube, ich kann jetzt sehr schlecht schauen. Aber ich meinte, es ist Freitag 17., sonst würde ich ja nicht im Pfäffikon spielen. Ah. 17. März 2023. Und wenn ich schon gesagt habe, ich muss das jetzt so machen, ich habe keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Ich habe jetzt hier in meiner Navi-Halterungs-Handy und schwätze in mein kleines Mikrofon am Handy. Einfach damit ich mich melden kann. Alles für die Mutzis. Einfach damit der Freitag nicht ohne Feelgood-Podcast über die Runde geht. Das ist mir ein grosses Anliegen. Und das ist einerseits für die Mutzis, für euch, aber andererseits ist es ein bisschen für den Chaoten-Mutzi, also ich, wo sich halt wirklich mal gesagt hat, egal was passiert, es kommt jede Woche mindestens eine Folge raus. Wie auch immer die aussieht. Und darum mache ich es im Auto, weil sonst würde ich heute einfach nicht mehr dazukommen. Aber der andere Grund ist, warum wir keinen Gast haben, ist wirklich die Planung, die sehr schwierig war in den letzten Monaten. Aber ich kann euch sagen, jetzt, wenn es wirklich so kommt wie geplant, sind wir wahnsinnig gut aufgestellt, dass wir eine wirklich vollpackte Feeling haben mit wieder Gast an Gästin an Gast und so weiter. Ist jetzt oft wirklich in den letzten Monaten mit irgendwie noch unvorhergesehenen Krankheiten und kurzfristigen Absagen und alle haben viel zu tun, ist wirklich schwierig gewesen. Aber was ich an dieser Stelle sagen wollte, wenn dir schon eine Mail machen an Podcast @joelvonmutzenbecher.ch, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne schreiben, was ihr für Gäste wollt. Ja? Weil jetzt sind wir so an dem Punkt, was ihr für Gäste wollt. Weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo man wieder ein bisschen Luft hat. Jetzt kann man mal weitere Anfragen starten und auch ein bisschen weiter schauen. Und da bin ich auch wirklich happy um irgendwelche Vorschläge. Was noch wichtig ist, schaut vielleicht zuerst, ob die Leute nicht schon mal im Podcast gesehen sind. Weil ich habe mal eine Zeit lang habe ich auch oft Vorschläge gekriegt, wo ich dann musste sagen, es sind eigentlich alle schon mal gesehen. Vielleicht halt noch nicht, wenn die Person gelost hat.
Aber es ist nicht so, ja, lass doch mal, lass doch mal die Bühne Huberi. Das heißt, die Bühne Huberi ist gesehen. Oder halt so wirklich ganz am Anfang haben wir ein paar geile Namen gehabt. Sehr frie Baschi, der Helga Schneider, also der Regula Esposito, wo ich jetzt zum Beispiel als Re-Upload gemacht habe. Darum mache ich dann auch ab und zu die Re-Uploads mit älteren Folgen, damit Leute sehen, aha, ah, da gibt es ja noch anders. Das heisst, geht doch mal auch in den Back-Katalog schauen. Und wenn wirklich noch nie von Folge 1 bis jetzt die Person zu Gast war, dann schlönen Sie bitte vor. Weil vielleicht habe ich tatsächlich etwas übersehen oder verpasst bis jetzt. Ja? Und ich möchte ja auch, dass dir Leute hören, bei mir zu Gast, die dir auch wollen hören. Ja? Oft habe ich das Gefühl, zu wissen, was dir wollen hören, auch wenn ihr die Leute noch nicht kennt, finde ich das immer spannende Persönlichkeiten. Aber auch cool, wenn dir mal mir vielleicht jemanden sagen können, den ich noch nicht kenne, die aber auch spannend sind. Ja? So, jetzt kommt natürlich wieder der grosse Wochenendstau. Jetzt wird es langsamer. Es wird sehr langsam. Also, das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich sagen wollte für den Moment. Auch noch wichtige Mitteilung. 25. März, das ist Samstag. Ja, jetzt gerade quasi in einer Woche. Und diesen Samstag spiele ich zum allerletzten Mal mein aktuelles Solo Standoff im Kulturhaus Hebsen. Das ist auch das letzte Mal, wo ich im Kulturhaus Hebsen spiele. Das wird eine riesige Geschichte. Ein paar Special Acts, Special Guests sozusagen, die ich euch natürlich jetzt nicht verrate. Und derjenige ist immer speziell. Sowieso immer speziell, was dort passiert. Und darum, kommt vorbei. Tickets gibt es auf meiner Webseite www.joelvermutzenbecher.ch. Und ich würde mich sehr freuen, euch dort dann bald zu sehen. Ja? Alles Liebe, das war mein Update. Jetzt muss ich hier in grossartigen Stau einreihen. Mal schauen, wo ich das mache. So, das ich merke, ich kann keinen Satz mehr sagen. Meine Konzentration ist jetzt etwas nebeneinander, nämlich im Stau. Ich finde den Stau wahnsinnig anstrengend, weil da muss man auf sehr viele Sachen achten. Ja? Nämlich, wenn fahren, wenn anhalten, haltet die Person vor mir rechtzeitig, haltet die Person hinter mir rechtzeitig, geht jemand rüber, wieso geht die Person rüber, wir stehen an beiden Orten und so weiter und so fort. Das sind jetzt die Sachen, die ich mir gerade muss achten. Und zum Beispiel auch die überaus grosse Trinkflasche von dem Busfahrer, die aussieht, als hätte er gerne in dieser Trinkflasche etwas anderes als Wasser. So, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, habt euch gern und yeah, bis bald. Peace! I'm not afraid of